herzlich willkommen zum 01612 Mitmacht TV hier aus Nünschwitz. Auch von mir hallo in diesem Hin und Her. Eigentlich hatten wir uns auf Lockerungen eingestellt und wollten über Sportvereine berichten. Aber es sollte nicht sein. Leute, geht raus, verbringt Zeit an der frischen Luft und stärkt euer Immunsystem. Elbe, Glaubitzer Wald oder der Alte See. Und damit beginnt auch gleich unser erster Beitrag. Schon immer war die Alte See ein Rückzugsort für Angler und sicher auch Inspiration für so manches Anglerlatein. Kein Anglerlatein war aber, dass sich der See zu unserem letzten Winterspaziergang im Februar fast ohne Wasser zeigte. Stattdessen waren im hinteren Teil des Sees schwere Baufahrzeuge geparkt. In den letzten Jahren war der See immer flacher geworden, im Frühjahr erwärmte er sich deshalb schnell und im Sommer drohte er fast auszutrocknen. Es kam vor einigen Jahren zu einem Fischsterben, sodass man im Sportfischerverein 1991, Nünschwitz-Glaubitz e.V., das Projekt Ökologische Sanierung der Alten See anging. Neben dem Erneuern des Ständers, der das Ablaufen von wichtigen Niederschlagszuflüssen verhindern soll, ist das Projekt recht umfangreich geworden, wie uns Vereinsvorsitzender Mirko Kummer erläuterte. Wir wollen unser Gewässer ökologisch sanieren, das ist das Grundthema. Aus dem Grund ist vorgesehen, in diesem Jahr den Alten See zu entschlammen, die Ufer zu befestigen, komplett zu befestigen, den Schlamm in den ganz hinteren Bereich abzulagern, um dann den Teich wieder anzustauen. Mit dem Ziel, dass in Zukunft nach einer starken Niederschlagsperiode das Wasser wirklich hier bei uns im Alten See drinnen bleibt und die Fische ausreichend Lebensraum haben. In Meter wird es vertieft. Wie tief wird es dann mal sein? Also was haben wir jetzt für eine Tiefe und dann später, was ist angedacht für eine Tiefe? Ja, also im Sommer hatten wir, wenn wenig Wasser drin war, 30, 40 Zentimeter. Wenn der Teich voll angestaut ist, haben wir schon in der Mitte 1 Meter, 1,20 Meter. Wenn dann komplett ausgeschachtet ist und ja, voller Wasserstand ist, haben wir bis knappe 2 Meter Wassertiefe dann wieder da. Im Sommer, wenn dann mal Niedrigwasser sein sollte, das ist dann wirklich das Ziel, dass dann nicht nur 30 cm überbleiben, sondern dass dann wirklich auch noch 1 Meter Wasserstand im Gewässer vorhanden ist. Ja, also von der Topografie her ist das ein Hechtschleigewässer, bedeutet Hauptfischarten Hechtschleie. Natürlich kommen noch ein paar Karpfen dann mit dazu, Weißfische aller Arten, ein paar Barsche, also ein bunter Mix. Das Schmelzwasser der letzten Wochen wird das Projekt verzögern. Eine Neuplanung und ein Restart wird dem Wetter entsprechend mit dem Auftragnehmer der Grund- und Wasserbaugesellschaft Moritzburg abgestimmt. Bis zum Abschluss des Projektes werden wohl noch einige Monate vergehen, sodass die Angelsaison erst 2022 an der Alten See beginnen kann. Trotzdem versicherte uns Mirko Kummer, bleiben die Angler des Sportfischervereins 1991 Nünschwitz-Glaubitz e.V. aktiv. Angelpause ist definitiv nicht angesagt, weil wir haben genügend Gewässer. Elbe, See in Zeithain und auch die ganzen anderen Gewässer vom Angelverband Elbflorenz, wo wir angeln gehen können, genauso wie andere hier angeln können, ja, stehen uns weiterhin zur Verfügung. Die Röder halt ist eine Möglichkeit, andere fahren an den Stausee nach Radeburg oder ja, ganz sachsenweit zum Angeln. Überall bestehen da Möglichkeiten. Nur hier am Gewässer, hier ist halt in diesem Jahr Funkstille oder Angelstille, muss man sagen. Für euch wünsche ich trotzdem in diesem Jahr Petri Heil, sagt man bei euch, ne? Korrekt, Petri, Dank. Ja, für das Interview. Und wir melden uns später nochmal dann. Super, danke. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber angeln zu gehen, dann meldet euch am besten an den Verein. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage und das Ganze ist www.sportfischerverein91.de. Der Angelverein ist ja einer der wenigen, der die Prüfungsvorbereitung für den Angelschein anbietet. Angeln ist eine Freizeitbeschäftigung, wo man ja auch am Fluss mit Abstand nebeneinander setzen kann und wartet, bis was passiert. Nach 5 Jahren ist auch im Kindergarten in Nünschwitz was passiert. Am Dach des Kindergartens in Nünschwitz auf der Karl-Marx-Straße wurde wieder gebaut. Vor 5 Jahren traten Baumängel auf, die jetzt behoben wurden. Nachdem die anzuwendende Technologie für die Aufbringung der Dachhaut, der Kieselschicht und der Solaranlage geklärt war, konnten dann die Arbeiten innerhalb einer Woche durchgeführt werden. Die aufgebrachte Kieselschicht schützt die Dachhaut vor der Sonneneinstrahlung und das Gewicht der Kiesel bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sturm. Die Begrünung wird die Dachhaut zusätzlich vor der Sonneneinstrahlung schützen. Auch die Solarzellen sind jetzt mit neuen Halterungen auf dem Dach installiert worden, da die alten Halterungen kein zweites Mal verwendet werden dürfen, wie uns der Bürgermeister mitteilte. Mit dem Entsorgen der Halterungen wird das Bauprojekt abgeschlossen. Kinder wollen ja gern. Und das wird auch gleich unsere nächste Überleitung zu den Fundstücken in der NNN. In der nächsten Ausgabe
ruft die Wohnungsgesellschaft Nünschritz zu einem Fotowettbewerb auf. Die WGN möchte ihre Homepage erneuern, braucht dazu natürlich Bilder. Die Bilder sollen möglichst alle Facetten des modernen und attraktiven Wohnens und Lebens in Nünschritz zeigen. Aufgerufen sind alle Nünschritzer. Es gibt definitiv für jeden einen Sachpreis, der da teilnimmt. Die Jury wählt nach dem 31.10. die drei besten Fotos aus. Die werden dann mit Geldpreisen prämiert. Das ist ja schlau. Da spart sich die Wohnungsgesellschaft also den Profi-Fotografen. Oder anders gesagt, ihr alle könnt Fotograf für die neue Homepage der WGN werben. Wenn die WGN noch Drohnenfotos braucht, auf www.normales360.de können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Das Thema in der letzten NNN bzw. in der Nünschritzer Facebook-Gruppe, da ging es um im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar ging es um die Hinterlassenschaften unserer lieben Vierbeiner. Leute, wenn ihr mit euren Hunden unterwegs seid, nehmt eine Tüte mit, damit das alles ein bisschen ordentlicher vonstatten geht. Eine Tüte? Seit wann ist das legal? Ein Kackbeutel, Kacktüte, wie auch immer. Ich glaube, keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er den Haufen einfach aufnimmt, in den nächsten Papierkorb wirft. Nicht irgendwo einen Daumen hängt oder so, sondern wirklich einen Papierkorb. Und wenn wir alle auf uns selber aufpassen, dann muss das für uns kein Antwort tun. Auch an der Bahnstrecke tut sich was. Das Projekt Hochgeschwindigkeitsstrecke nimmt langsam Formen an. Die Bahn hat überall Bautafeln aufgestellt. Die sind definitiv nicht zu übersehen. Wir haben uns sie durchgelesen und wollten noch mehr wissen. Der Streckenabschnitt Zeithain-Lenkwitz wird für 200 km/h umgebaut und zugleich auf moderne Stellwerkstechnik umgerüstet. Mitte vorigen Jahres wurden die Baustraßen und Einrichtungsflächen vorbereitet. Die jetzt am Wiesentor sichtbaren Bauarbeiten sind nur ein Teil des gesamten Projektes. Die Bahnübergänge Bahnhofstraße und Poststraße in Glaubitz werden durch Eisenbahnüberführungen ersetzt. Das heißt, die Straße wird unten durchverlegt. Auch Oberbau und die Oberleitung werden erneuert. Dabei kommt es natürlich zu Fahrplanabweichungen, da nur ein Gleis für beide Richtungen zur Verfügung stehen wird. Die Bahn sagt selbst, dass dies bis zu 30 Minuten sein können. Uns wird aber auch gesagt, dass es durchaus kurzfristige Änderungen geben kann und man sich am besten in der App oder im Internet live informieren sollte. Der Ausbau des gesamten Streckenabschnitts soll bis 2026 andauern. Wir haben bei der Bahn nachgefragt, wie der Bahnhofszugang während der Bauarbeiten in Glaubitz gestaltet wird, da sich die Parkplätze hier auf der anderen Gleisseite befinden. Die Bahn hat uns daraufhin an die Baufirma verwiesen. Die Baufirma hat uns an die Bahn verwiesen. Also werden sie wahrscheinlich den Kreisverkehr einbauen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Sendung angekommen. Schreibt uns in die Kommentare, klickt den Abo-Button, liked uns. Hast du noch was? Ja, wir haben schon wieder Beiträge, wir sind am Recherchieren schon für die nächste Sendung. Aber Nünschritz besteht nun mal nicht nur aus Nünschritz. Und wir wollen ja eine Sendung sein, die alles vereint. Und deshalb seid ihr gefordert, schreibt uns, gebt uns Infos, was in den Ortsteilen passiert. Wir können nicht überall zur selben Zeit vor Ort sein und dann sehen, ah, das können wir finden, das können wir finden. Sondern ruft uns an, schreibt uns, was wir bringen können. Dass das Ganze bunt wird, dass es bunt wird, dass jeder Nünschritzer sich angesprochen fühlt. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Wir sehen uns. Wir sehen uns.